Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist ein ernstes Thema. Ich werde einen Test machen. Und zwar werde ich verschiedenste Hotlines anrufen, Telefonseelsorgen, Suizid-Hotlines und gucken, kriege ich jemanden erreicht? Was wird mir gesagt? Welche Art von Unterstützung wird mir gegeben? Der Grund, warum ich das mache, ist simpel. Leute, die mich auf YouTube schon verfolgt haben, wissen, dass ich in der Vergangenheit ein Problem hatte. Ich hatte mal einen Zuschauer, der mir geschrieben hat, dass er sich gerne das Leben nehmen möchte. Und ich habe mich wirklich mit diesem Zuschauer versucht auseinanderzusetzen, habe mit dieser Person telefoniert, habe mich versucht, um diese Person zu kümmern. Und als diese Person irgendwann nicht mehr erreichbar war und sich gedroht hatte, was anzutun, habe ich versucht, Hilfe zu kriegen. Habe Hotlines angerufen, Telefonseelsorgen und niemand konnte mir helfen. Besser gesagt, auch dieser Person helfen. Und niemand wollte mir helfen. Am Ende des Tages ist es darauf hinausgelaufen, dass ich zur Polizei gegangen bin, dort eine Aussage gemacht habe, länger gewartet habe und die sind dann irgendwann Stunden später gucken gegangen. Das Ganze ist zum Glück gut gelaufen, aber als ich das im Internet erzählt habe, wollten mir viele nicht glauben, haben zu mir gesagt, vielleicht hast du einen schlechten Tag erwischt oder vielleicht hast du die falschen Nummern angerufen. Und deswegen mache ich heute den Test. Wir gehen vom Ernstfall aus. Wir gehen davon aus, dass eine Person, die kurz davor ist, sich das Leben zu nehmen, eine Suizid-Hotline, eine Telefonseelsorge anruft, um ernsthaft Hilfe zu bekommen. Da ich hier in meinem Studio sehr schlechtes Netz habe, werde ich mich gleich ins Auto setzen und werde diese Nummern abklappern. Ich werde aber auch andere Nummern anrufen. Es gibt doch dezentrale Hotlines für Telefonseelsorge. Auch die werde ich anrufen. Die sind meist örtlich. Ich gehe jetzt ins Auto, rufe an und wir schauen uns, wer und ob mir geholfen wird und wie mir geholfen wird. Allererstes rufe ich die zentrale Telefonseelsorge in Deutschland an. Wenn ihr das eingibt bei Google, Suizid, SOS, Notfall, Telefonseelsorge, irgendwie sowas, erscheint euch immer die gleiche Nummer. Auf verschiedensten Webseiten findet ihr immer wieder die 0800 111 0111. Diese Nummer rufe ich als allererstes an. Sie sind mit dem Anschluss der Telefonseelsorge verbunden. Unsere Mitarbeitenden sind zurzeit im Gespräch, sodass Ihr Anruf jetzt leider nicht entgegengenommen werden kann. Bitte versuchen Sie es später noch einmal oder nutzen Sie unsere Mail- und Chatberatung unter www.telefonseelsorge.de. Ihr könnt euch jetzt denken, dass die nicht rangegangen sind, ist vielleicht ein Einzelfall. Vielleicht gehen die später dran. Ich habe in einem Zeitraum von 2 Stunden über 69 Mal angerufen. Das gerade war die Hauptnummer in Deutschland für Telefonseelsorge. Jedes Mal wurde ich rausgeschmissen. Und ihr ruft diese Nummer an und ihr werdet aus der Leitung geschmissen, weil die Nummer euch sagt, tut mir leid, gerade kein freier Mitarbeiter. Die packen euch nicht mal in die Wartehotline. Es kommt nicht mal eine nette Melodie. Es kommt nicht mal der Spruch, wenn sie sich was antun wollen, warten Sie, Ihnen wird gleich geholfen. Nein, als ob ich einen Fernseher kaufen möchte, heißt es einfach, gerade ist kein freier Mitarbeiter da. Rufen Sie wann anders an. Ich wünsche es keinem. Wenn du dich aber in einer Situation befindest, wo du dir was antun möchtest, was machst du dann? Stell dir mal vor, du rufst nicht nur einmal an. Du sagst, ich gebe dir eine zweite Chance. Du rufst zweimal an. Komm, du packst noch eine dritte Chance dazu. Lass 10-mal es sein. Stell dir mal vor, du hast Angst davor, dir was anzutun. Und du rufst 20-mal an, 30-mal. Wie lange wirst du brauchen, um den Glauben dran zu verlieren, dass es auch nur einen Menschen gibt, den es interessieren könnte, wie es dir geht? Wenn du keinen hast. Wann kommt dieser Moment, wo du die Hoffnung dran aufgibst, dass es jemanden juckt, ob du weiterlebst oder nicht? Nach dem 40. Mal? Nach dem 50. Mal? Ich habe 68 Mal angerufen und ich bin überzeugt davon. Hätte ich 100 Mal angerufen, hätte ich immer noch keinen erreicht. Als nächstes rufe ich die Telefonseelsorge Bonn-Rhein-Sieg e.V. an. Das ist eine dezentrale Stelle, die aber laut Homepage rund um die Uhr anonym und kostenlos zu erreichen ist. Guten Tag, Sie erreichen den Anschluss der Telefonseelsorge Bonn-Rhein-Sieg. Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Diese sind montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr. Wenn Sie eine Nachricht hinterlassen, rufen wir Sie gerne schnellstmöglich zurück. Wie ihr gerade gehört habt, sind die nicht zu erreichen. Ich habe auch über die letzten 2 Stunden mehrfach angerufen, ich habe niemanden dran bekommen. Sogar noch besser, es wird gesagt, du kannst zwischen 9 und 12 Uhr anrufen. Ja, nee, wenn du dich umbringen willst, dann mach das bitte zwischen 9 und 12, dann helfen wir dir, dass du es nicht tust, ansonsten nicht unser Problem. Ich würde dir jetzt sagen, als letztes rufe ich da und da an, aber der Punkt ist, ich habe wirklich unzählige Male auf verschiedensten Webseiten immer wieder Hotline, Hotline, Hotline und immer komme ich wieder auf die 0800 111 0111 oder diese 222 am Ende. Immer komme ich auf diese Nummern raus, aber es gibt noch eine Seite, die mir auch diese Nummern empfiehlt, aber noch eine andere Nummer. Diese Nummer ist aus Frankfurt, eine Klinik. Dort rufe ich jetzt an. Hallo?
Hallo, einen schönen guten Abend. Ich habe eine Frage an Sie. Die Suizid-Hotline, die SOS-Hotline, die ist seit Stunden nicht erreichbar. Können Sie mir vielleicht sagen, gibt es irgendeine Stelle, wo man sich sonst wenden kann? Welche Suizid-Hotline meinen Sie? Die für Deutschland, deutschlandweit bekannt ist, die 0800 111 0111. Und ich habe hier eine Sache. Genau, auf allen Seiten, egal für Suizid oder Notfall, SOS-Rufnummer, rund um die Uhr erreichbar, wird immer diese Nummer angegeben. Und ich habe da jetzt 68 Mal angerufen innerhalb der letzten 3 Stunden. Und es wird immer wieder, ja, unsere Mitarbeiter sind gerade nicht für Sie da, rufen Sie zu einem späteren Zeitpunkt an. Die habe ich auch probiert, genau. Und jetzt bin ich auf einer Seite, Franz-Hilft, und hier steht Hotline 069 630 13 113. Unter dieser Nummer erreichen Sie rund um die Uhr eine Ärztin oder einen Arzt der Klinik für Psychiatrie der Universitätsklinikums Frankfurt. Genau, das ist es. Jetzt sind Sie bei mir im Dienst gelandet. Um was geht's denn? Sind Sie denn gerade gut mit mir da? Es geht tatsächlich nicht um mich, sondern es geht um eine Person, die akut suizidal ist. Was mache ich denn, wenn diese Person diese akuten Suizidgedanken äußert? Akute Suizidalität ist ein medizinischer Notfall. Das heißt, Sie dürfen immer die 112 anrufen dafür. Genau wie bei körperlichen Notfällen kann man das auch für die Psychiatrie machen. Und wenn jemand sich akut umbringen möchte, ist das natürlich ein Notfall. Also die 112 geht immer. Die Polizei können Sie auch anrufen. Okay, alles klar. Vielen lieben Dank. Als allererstes, die Dame war sehr nett. Aber auch sie konnte mir nicht weiterhelfen. Sie sagt, okay, das ist ein Notfall, ruft die 112 an. Gut, dann kommt ein Krankenwagen. Wenn ich mir aber was antun möchte, möchte ich nicht, dass ein Krankenwagen kommt. Natürlich, die können vielleicht auch mit dir nett am Telefon reden. Ist aber von Person zu Person unterschiedlich. Wer weiß doch, ob die überhaupt Zeit haben, wenn du da anrufst, sich mit dir 15, 20 Minuten am Telefon zu unterhalten, deine Probleme sich anzuhören, dich zu überzeugen, etwas nicht zu tun. Der durchaus schlechtere Weg ist, sogar die Polizei anzurufen. Im Notfall kommen Beamte an deine Tür, du kriegst Angst, die bringen dich vielleicht weg, vielleicht kriegst du Probleme, vielleicht kommst du in die Klapse. Das kann auch übrigens bei der 112 passieren. Menschen, die sich was antun wollen, scheuen sich davor, die 110 oder die 112 anzurufen. Du willst, dass dir jemand zuhört. Du willst keine Polizisten, auch keinen Rettungswagen vor deiner Tür haben. Die kannst du anrufen, wenn der Versuch unternommen worden ist. Oder vielleicht als Außenstehender, aber der sich gerade selber helfen möchte. Der, dem es gerade psychisch schlecht geht, der kurz vor der Entscheidung steht, bringe ich mich um oder nicht, der braucht eine Telefonseelsorge. Der braucht eine Hotline, wo ihm jemand zuhört. Das ist jedenfalls meine Meinung. Ihr müsst euch das vorstellen. In Deutschland, wenn es dir schlecht geht, bist du aufgeschmissen. Wir behandeln psychisch kranke Menschen immer noch nicht mit dem nötigen Feingefühl und dem nötigen Respekt, wie wir es sollten. Als ihr dieses Video geklickt habt, was hättet ihr erwartet? Ihr hättet doch zumindest erwartet, dass mir irgendjemand ansatzweise hilft, eine alternative Telefonnummer anbietet. Aber mit dem Ergebnis hätte ich auf keinen Fall gerechnet. Das ist sowohl enttäuschend als auch erschreckend. Ihr kennt doch bestimmt den Spruch, wenn jemand einen Obdachlosen sieht, dass man sagt, weißt du was, der ist selber schuld. Wenn er Hilfe wollen würde, wir leben in einem Sozialstaat, in einem Rechtsstaat, der würde Hilfe bekommen, der will auf der Straße sein. Und ich habe schon mal in einem Video angesprochen, oftmals ist es so, dass wenn man die Hilfe wirklich will, dass man sie gar nicht bekommt. Im Falle des Obdachlosen zum Beispiel keinen festen Wohnsitz. Deswegen kriegt er auch keinen Pass. Deswegen kann er auch nicht zu den Behörden gehen. Hat seine Unterlagen verloren. Da muss er zu 8 Behörden rennen und sich das besorgen und das besorgen und das besorgen. Und das schafft einfach ein Obdachloser vielleicht mit seinem Zeitmanagement nimmt. Es nimmt den niemand dann die Hand und hilft dem. Genauso schlimm ist es bei Menschen, die in Depressionen sind. Ihr kennt die Dunkelziffer nicht. Wir wissen, wie viele Menschen sich in Behandlung begeben, aber wie viele Menschen begeben sich nicht in Behandlung? Es gibt so viele Menschen, die aus kulturellen Gründen, weil sie nicht schwach wirken wollen, die aus familiären Gründen, weil sie vielleicht der Alleinversorger der Familie sind, oder aus sonstigen Gründen, weil sie sich schämen oder weil sie nicht drüber reden können, weil so viel Scheiße passiert ist, sich nicht in Therapie begeben. Die Dunkelziffer ist so groß. Und stell dir mal vor, du bist an einem Punkt. Jeder, der das gerade sieht, hast du schon mal Suizidgedanken? Ob du das ernst meinst oder nicht, ist egal. Es gibt ja auch viele, die sagen, boah, ich hätte mich an diesem Punkt am liebsten selbst umgebracht, aber ich würde es realistisch nicht machen, das kam für mich nicht in Betracht. Aber drauf kommt es nicht an. Du warst schon mal in so einem Punkt. Und vielleicht gab es für dich eine Verpflichtung oder einen Halt, aufgrund dessen du das nicht machen wolltest. Aber es gibt Menschen, die das nicht haben. Die kommen an so einen Punkt und der Moment, ob du diese Schwelle übertrittst oder nicht, ist oftmals sehr schmal. Da reichen wirklich Kleinigkeiten, dass du das überschreitest. Eine doofe Nachricht, ein böser Blick des Verkäufers. Und jetzt stell dir mal vor, dein Leben hängt an einem seidenen Faden. Du bist wirklich kurz davor und du sagst, weißt du was? Ich gebe dieser Welt noch eine Chance. Ich rufe an. Und dann wirst du aus der Leitung geschmissen.
weil sich niemand um dich juckt. Ich hoffe, jeder hat die Message dieses Videos verstanden. Dieses Video dient nicht dazu zu sagen, das System, was wir haben, ist wack. Es ist wack. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wir sollten bei all dem Geld, was wir ausgeben, als Gesellschaft, doch ein kleines Budget auch bereithalten für Menschen, die einfach am Telefon sitzen und für den Ernstfall vorbereitet sind. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass der einzige Grund, warum wir nicht verhindern, dass sich Menschen das Leben nehmen, der Grund ist, warum wir keine Menschen bezahlen können, die sich einfach hinter das Telefon setzen und warten. Geld kann nicht das Problem sein. Nicht, wenn ich mir die Ausgaben unseres Landes ansehe. Jahr für Jahr. Ich gehe davon aus, dieses Video wird nichts ändern. Aber die Möglichkeit ist da, soll sie 0,00001% sein. Wenn genug Leute kommentieren, wenn genug Leute schreiben, dieses Video teilen, scheiß auf diesen Kanal, nimm das Video, lad's nochmal hoch, irgendwo anders. Wenn Menschen das sehen und vielleicht irgendwann sich was ändert, dann kann ich froh sein, dass ich was dazu beigetragen habe. Ich danke, dass ihr euch das Video reingezogen habt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Peace.